Ich bin ein Mörder. Das klingt simpel, einfach und ist doch ein dicker Hund. Im Grunde genommen bin ich ein Mörder. Und nun möchte ich Ihnen erzählen, wie es dazu kam, dass ich diesen Mord begangen habe. Geplant, gezielt, mit Absicht und im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Mich weder im Altersdelirium befindend, noch angeheitert oder gar stockbesoffen. Ich musste es tun, um eine Art perfekten Mord zu sühnen. Halt. Moment mal. Das ist meine Aufgabe hier. Ich bin der Erzähler. Naja, schön und gut, aber Sie waren ja noch nicht da. Jetzt bin ich es aber. Wurde auch Zeit. Dann machen Sie mal. Also, eigentlich fing ja alles ganz anders an, nämlich mit einer Kuriosität. Denn stellen Sie sich bitte mal folgende Situation vor. Sie wachen morgens auf und bei Ihnen vorm Bett steht ein Nashorn und tut so, als sei nichts. Aber Sie wohnen eben nicht in einem Flachdach-Bungalow in Afrika, wo eventuell auch noch ab und an der Löwe brüllt, der Schall der Flinte über die Prärie donnert und der Elefant trompetet. Und wo man auch sagen könnte, herrje, Alltag eben. Nein, Sie wohnen in Bernkastel-Kues. Da ist ein Nashorn weit weniger alltäglich. Und richtig unheimlich wird es, wenn zeitgleich an weit auseinanderliegenden Stellen des Landes Nashörner auftauchen. Ganz unbedarft wachen sie morgens auf, schauen lethargisch ihren Partner an oder ihre Partnerin, verzweifeln unmittelbar zu früher Stunde, erheben sich und schrecken zurück, weil das Zweite, was sie an diesem Morgen sehen, ein Rhinoceros ist. Jetzt mag man einwenden, das ist doch gefährlich, so ein Tier im Schlafzimmer. Allerdings nicht in diesem Fall. Denn besagtes Nashorn ist nur knapp 15 cm hoch und 20 cm lang und aus blau angemaltem Holz. Nur, wie um alles in der Welt, kommt dieses fremde Teil ins Haus. Und diese kleinen, blau bemalten Holznashörner fanden sich nun in 5 unterschiedlichen Wohnungen. Die eine in Wiesbaden, die andere in Garmisch-Partenkirchen, die dritte in Lübeck, die vierte in Aachen, die fünfte eben in Bernkastel-Kues. Frage: Steckt dahinter ein Prinzip? Antwort: Man kann nur mutmaßen. Ja, hallo? Herr, sind Sie die Polizei? Gut, hier Wachmeier. Wachmeier hier. Also bei uns im Schlafzimmer steht ein Nashorn. Ja, ein Nashorn. Nein, kein echtes. Aus Holz eins. Wie, das macht nichts? Ja, aber das ist ja nicht unseres. Ich weiß auch nicht, wie das hier reingekommen ist. Das muss uns einer hier reingestellt haben. Ein Einbrecher, genau. Ja, wie? Wie, der nimmt doch eher was raus, als dass er was reinstellt. Was soll das denn heißen? Das ist doch nicht normal, sowas. Da müssen Sie mir doch recht geben. Ja, genau. Und nun? Was heißt denn hier abwarten? Na, Sie sind mir ja vielleicht eine Hilfe. Auf Wiederhören. Einen Reim kann man sich vielleicht später mal drauf machen. Und geholfen hat dieses Telefonat nun wirklich nicht. Schon gar nicht Frau Wachmeier. Denn keine Stunde später waren sie und ihr Mann tot. Und nicht nur sie, zeitgleich mit ihnen nämlich noch 4 andere Ehepaare. In Wiesbaden, in Garmisch-Partenkirchen, in Lübeck und in Aachen. Und schuld war nur ein kleines, blaues Nashorn. Jetzt passen Sie mal auf. Wir müssen etwas unternehmen. Das ist doch ein absoluter Skandal. Wieso? Ich werde wahnsinnig mit diesem Mann. Wonach sieht die Angelegenheit denn für Sie aus? Angelegenheit? 3-mal dürfen Sie raten, diese Todesfälle. Ja, das ist Pech in erster Linie. Obwohl, die sind ja zusammen von hinnen gegangen. Bleibt also keiner einsam zurück. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Ich bitte Sie. Oder meinen Sie, ich sollte der Überzeugung sein, dass hinter...